Ja, grüße dich. Herzlich willkommen zum 1 Minute Beweglichkeitsflow. Und heute machen wir den unteren Rücken beweglicher, geschmeidiger. Und wir machen da weiter, wo wir auch im letzten Video, ja, angesetzt haben. Und da habe ich dir eine Übung gezeigt, wie du die Fußspitzen wieder gerade bekommst, wenn die halt etwas nach außen zeigen, wenn du gehst. Weil ich habe dir da auch erklärt, wie das mit dem Rücken zusammenhängt und vor allem mit Rückenschmerzen. So, und apropos Rückenschmerzen halt. Viele haben halt immer Verspannungen hier in dem Bereich. Und das kommt halt unter anderem zum Beispiel von einem Beckenschiefstand. So, und die Übung, die ich dir heute zeige, damit kannst du das lockern. Und das tut richtig, richtig gut. Voraussetzung aber ist, dass du gut auf einem Bein stehen kannst, auf einem Fuß. Also da musst du auch gute Füße schon haben. Wenn du die noch nicht hast, dann mach meine Fußübungen. Die kann ich dir daher wärmstens empfehlen. Und vor allem, wenn du sagst, ich habe Rückenschmerzen, hör mir auf mit den Füßen, das hängt ja richtig oder wichtig auch zusammen, dann hol dir mein Programm Remover Back, da bekommst du nicht mein Fußprogramm mit dazu. Somit hast du beides quasi, was wichtig ist für deinen Rücken, inbegriffen. Ja? Und dann wirst du auch das hier, so wie ich gerade, ganz ruhig auf allen Beinen stehen können und du hast eine bessere Stabilität und somit halt auch eine bessere Sturzprophylaxe für deinen Alltag. Weil, wenn deine Füße wenig Stabilität aufweisen und du gehst spazieren und stolperst wo drüber, dann wirst du dich schneller auf die Nase legen, als wenn deine Füße stabil sind, als wenn die sogenannten Propriozeptoren alle frei sind und gut funktionieren. Ja? Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Okay, dann will ich dir einmal kurz die Übung zeigen. Gehen wir direkt los. Und zwar's. Ich stehe mal ein bisschen nach hinten. Du stellst dich auf ein Bein. Wichtig, die Zehen so richtig in den Boden reinkrallen. Ja? Das ist, wie gesagt, auch eine gute Übung für Fußstabilität. Jetzt gehst du mit den Beinen, mit den Knien nach außen. Drehst es, öffnest es so weit nach außen, wie es geht. Und die Arme nimmst du entgegengesetzt. Wippst da zwei, dreimal rein. Und ich mache es jetzt erstmal langsam, das Ganze machen wir dann schnell. Und jetzt geht das Bein, wird reingedreht, die Fußspitze hochgezogen, die Ferse Richtung Boden. Und die Arme gehen dabei nach oben. Dann wieder nach außen und wieder hier. Hoch. Hoch. Und du siehst, wie wackelig das Ganze ist. Deswegen brauchst du da wirklich eine gute Fußstabilität. Ja? So hier. Und dann rüber. Aber da ist halt die komplette Beweglichkeit deiner Hüfte mit dabei. Und somit lockerst du das Ganze hier. Das tut halt richtig, richtig gut. Noch ein kleiner Tipp. Wenn du eine Massagepistole hast, hol dir auch gerne meinen Faszienremover. Kannst du gerne auch im Vorfeld die Innenseite hier lockern. Dann kommst du auch weiter hier nach außen und auch dann nochmal hier den unteren Rücken. Musst du nicht lange machen, das ist ja das Geile mit so einer Faszienpistole, dem Faszienremover. Das reicht auch aus, wenn du hier mal 10, 20 Sekunden und schon ist das lockerer und du kannst die Übung besser machen. Das gilt übrigens auch für die Füße, ja? Kannst du hier einmal kurz das Fußgewölbe aktivieren, sozusagen hier in richtig reinhauen, links und rechts. Und schon stehst du auch viel, viel besser. Und bei meinem Fascia-Remover bekommst du nicht nur den Fascia-Remover, du bekommst noch Online-Programme dazu. Mein niegelnagelneues Homeoffice Release and Fit Programm. Alle für die, die viel sitzen und Verspannung haben, dafür ist das ein Online-Programm da. Schritt für Schritt gehen wir da durch den Körper und lösen deine Verspannungen. Das bekommst du zu dem Fascia Mover dazu. Plus geheime Anleitung, wie du den Fascia Mover anwendest. Und das alles für einen sehr, sehr fairen Preis. Und der Fascia Mover, das ist kein Billiggerät. Das ist ein sehr, sehr hochwertiges Gerät. Das wiegt unter 1 Kilo. Daran erkennst du schon, dass es sehr, sehr hochwertig ist. Der Akku, der hier drin ist, behält bis zu 8 Stunden. Reine Betriebszeit. Ja, also du kannst dich da bis zu 8 Stunden mit quasi massieren. Wenn du natürlich in den höchsten Stufe arbeitest, dann sind es nur 4, 5 Stunden, was aber auch noch super ist. Aber da brauchst du, die meisten brauchen das am Anfang gar nicht in der höchsten Intensität. Da reichen 1800 Umdrehungen sozusagen pro Minute vollkommen aus am Anfang, ja, um das Gewebe halt zu lockern. Und da, wie gesagt, 8 Stunden locker, ja. Ich habe Kunden, die haben den das erste Mal nach einem halben Jahr aufgeladen, obwohl sie ihn nie einen Tag benutzt haben.
Natürlich nicht lange, jeden Tag so 2, 3 Minuten. Aber da, wie gesagt, sehr, sehr lang gehalten. Und das Gerät erhältst du plus halt geheime Online-Anleitungen. Das ist ein Online-Programm, wo du auch einen Zugang erhältst. Da hast du es auf Lebenszeit auch. Und da erkläre ich dir schrittweise, wie du den Fast Remover noch anwenden kannst, um noch mehr Resultate zu erzielen. Weil die meisten machen halt so eine Pistole und machen einfach mal hier, mal da. Ist auch nice und ist auch ganz cool. Aber man kann da viel, viel mehr mit veranstalten und noch viel, viel mehr körperliche Leichtigkeit erfahren. So, da wir heute den 1-Minute-Beweglichkeitsflow haben, machen wir jetzt die Übung 1 Minute lang. Und ich stelle mal kurz meinen Timer. So, wir machen 30 Sekunden auf der einen Seite und dann 30 Sekunden auf der anderen Seite. Ich fange hier mit rechts an und los geht's. Und du siehst zum Beispiel bei mir, das, was ich gerade gemacht habe mit dem Fast Remover, ich stehe jetzt noch mal viel, viel stabiler. Ja, schön hier Ferse. So noch einmal, dann wechseln wir. Jetzt wechseln. Auch hier siehst du, ich stehe viel, viel ruhiger. Und das, wie gesagt, du hast gerade miterlebt, das Video hat keinen Schnitt. Ich habe nicht irgendwie das Video unterbrochen und länger gemacht mit dem Fast Remover. Nur das, was ich gerade gemacht habe, hat dafür gesorgt, dass mein Fuß noch besser aktiv ist, mein Fußgewölbe, was ja eh schon gut ist bei mir. Aber damit halt nochmal viel, viel besser. Zack, zack. Und das war's, die Minute. Ja. Und diese Übung, wie gesagt, kombinierst du sehr gut mit dieser Übung. Und dann wirst du dich im Rücken mit diesen beiden Übungen hervorragend fühlen. Wenn sich dein Rücken nach diesen beiden Übungen sehr verspannt, liegt es daran, dass du ihn sehr vernachlässigt hast in letzter Zeit. Dann kannst du natürlich auch nicht erwarten, dass es so komplett weggeht schnell. Ja? Also da musst du auch Geduld haben, Übungen regelmäßig machen. Aber eins kann ich dir sagen. Es wird sich lohnen, dein Rücken wird sich auf Dauer entspannen. Du musst nur dranbleiben und nicht mal das machen, mal das machen, mal das machen. Und das erlebe ich auch sehr, sehr oft. Bevor ich mit einem Kunden zusammenarbeite, stelle ich den ganz viele Fragen. Du musst dir das so vorstellen. Bevor ich überhaupt mit einem Kunden anfange, da geht schon mal eine halbe bis dreiviertel Stunde nur in einem Gespräch drauf sozusagen, ja, weil ich ganz viele Fragen stelle, was man bisher gemacht hat, was alles so in der letzten Zeit im Leben passiert ist, weil das alles hat Einfluss auf den jetzigen Stand und da muss man halt alles berücksichtigen, damit man halt wirklich auch gute Erfolge liefern kann, ja, und wenn ich da was nicht weiß und es gibt halt Kunden, die am Anfang noch nicht sofort das Vertrauen zu mir haben, was auch vollkommen in Ordnung ist, das Vertrauen entwickelt sich ja auch. Und da merke ich halt, dass sie mir gewisse Sachen auch verheimlicht haben, weil ich sehe, wie der Körper auf gewisse Dinge reagiert. Und dann so Stück für Stück kommen die dann auch raus und dann weiß ich auch oft, okay, deswegen hat das und das nicht funktioniert, weil mir das und das vorenthalten wurde vom Gespräch her. Ja? Wie gesagt, das sind manchmal Kleinigkeiten, wo du nicht dran denkst im Alltag, was die für einen Einfluss auf deinen Rücken haben können. Und deswegen ist es immer wichtig, egal mit wem du zusammenarbeitest, ob es jetzt mit mir ist oder vielleicht auch mit einem anderen Therapeuten oder mit einem anderen Körperspezialisten, sag ihm bitte alles. Verheimliche ihm nichts, weil nur dann kann er dir auch viel, viel besser helfen, wenn du ihm Sachen vorenthältst, weil du denkst, die sind vielleicht peinlich oder sonst irgendwas. Dann kann er dir auch nur suboptimal weiterhelfen und dann brauchst du dich hinterher nicht beschweren, dass es nicht funktioniert. Ja? Weil das, wie gesagt, gehört halt immer auch mit dazu. Derjenige, der das Problem hat, muss immer aktiv mitarbeiten, weil nur dann wird ein maximales Ergebnis auch erreicht. Du kannst nicht erwarten, dass dein Therapeut, dein Osteopath, dein Arzt dir dein Problem wegzaubert. Das geht nicht, das funktioniert auch nicht. Du musst immer mithelfen. Ja? Ganz, ganz wichtig. Okay, das war's dann für heute. Ich finde auch hier eine sehr gute Übung. Kannst du mal in die Kommentare schreiben, wie es dir geht. Wenn du noch nicht so die Standhaftigkeit hast und die Übung noch nicht so gut ausführen kannst, wie ich sie gerade gezeigt habe, nicht schlimm, sei nicht traurig. Du findest hier auf diesem Kanal ganz viele weitere Übungen, die du auf jeden Fall machen kannst und dir auch mehr Lebensqualität schenken. Und dann
kannst du immer dich stückweise an diese Übung rantrauen und du wirst sehen, das wird immer besser gehen. Ja? Oder wenn du halt am Anfang nicht ganz eine Minute machen möchtest, dann mach erstmal so, wie es geht und dann machst du es jeden Tag und dann wirst du die Steigerung sehen, dass es immer besser geht. Okay, dann sehen und hören wir uns im nächsten Video. Die Links findest du in der Beschreibung, also einmal für das Rückenprogramm oder auch für den Fascia Mover. Und noch ein kleiner Tipp, wenn du den Fascia Mover holst, ist als Geschenk noch das Rückenprogramm mit dabei. Also, dann brauchst du dir nicht beides holen. Ja? Das ist so meine kleine Überraschung, steht da nicht auf der Seite mit drauf, aber das ist auf jeden Fall mit drin, das darf ich jetzt schon mal so verraten. Okay, dann hol dir mehr Lebensqualität, Beschreibung. Da findest du einen Link und ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Tobias. Ciao.